diese Welt von Gott gesagt. Und ja, diesem Satz werden wir die von der schönen Morgenstunde hier verbringen. Und ja, Gott sein Wort, und hat sich freu für alle die, die gekommen sind, Gott sein Wort zu hören. Wir werden ans Wort weit aufmachen und werden beten, dass wir Licht können kriegen über diese Wahrheit, was die Schrift uns lehren wird. Ich möchte lesen den längeren Aufschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Das ist ein Teil von der Predigt, was Apostel Paulus in der großen Stadt Athen hüllen dort in Griechenland. Und mir ist es wichtig, dass wir von diesem Wort aus können sein, was Gott mit dieser Welt verhaft und wie Gott in Jesus Christus den gerechten Richter in dieser Welt bestimmt hat, dass diese Welt einmal wird zur Rechenschaft getragen worden, um ein von alle Zeit. Paulus redet hier zu Menschen, die keine Christen wären. Paulus redet hier zu Menschen, die keine Juden wären. Die halten nicht die Verbindung mit dem lebenden Gott. Aber er redet an, von dort aus, wo sie stünden. Und dort hat Gott immer. Dort, wo du von dort stehst, in deinem Jesseln stand, dort hat Gott Mädel in Weh, die unterreden, in die dort rückzuführen, dass du kannst auf dem rechten Weg kommen. Ich lese von 24. Apostelgeschichte 17 von 24, Bad 31. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der ein Herr ist, Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Sein wird auch nicht von Menschenhänden gepflegt, als der jemands bedürfe, so er selber, jedermann, Leben und Odem allenthalben gibt. Und er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschengeschlechter auf den ganzen Erdboden wohnen und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. So wir denn göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun, darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Ich lese noch einmal den 31. Vers, der von dort schon mal das Stunde das Wichtigste ans Wort soll. Darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Hier ist die Rede von Jesus Christus, den Gott gesandt hat, dem gerechten Richter für diese ganze Welt. Von daher habe ich eigentlich ein großes Problem, ein großes Trubel und ja der Christenheit, dass die Mehrheit, die meiste von denen, die die Verantwortung haben, das Wort Gottes und ja die Menschen zu predigen, die haben das Evangelium aber halb geduldet und sie haben von einer Seite das Evangelium über Jahre lang den Menschen neu gebracht. Wenn es noch gepredigt wird, dann heute jeder versammeln, Gott ist der Leib, Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht, Gott will nicht, dass die Sünde verloren geht, Gott wird uns alle einmal in den Himmel nehmen. Von dieser Wahrheit aus können sie jede versammeln, was von dieser Wahrheit aus wurden sie geprägt, von dieser Wahrheit aus wurden sie abgetrocknet. Vor vielen Jahren, als ich noch an der Lehre war, dann sehen ein Mann zu mir, man hat uns gesagt, dann an der Church, alle Menschen sind Gottes Kinder, und ich kann nicht da gehen, ich sehe eben auch an, also schon, dass mir das auch ist, ich will eben auch im Himmel kommen. Das ist die Lehre, wo die Satan unter den Menschen verstreut hat, dass die andere sieht von dem Evangelium, dass das Rechte, das Endgerecht einmal kommen wird, das wird nicht mehr gesagt. Warum nicht? Weil die Menschen das nicht gefallen hat. Die Schrift sagt uns, in der letzten Zeit wollen die Menschen sich lehrisch abladen, die an seine Lehre bringen, wird an die Uhren jucken worden, wonach an wird verlangen, dass er
Er gewessen nicht mehr eugeriert wird, dass sie nicht mehr wurden von dem Licht gestroft worden, dass sie nicht mehr wurden erkennen, wo es reich und links, wo sind die Wurken von dieser düsteren Welt, wo es die Satan und wo es der Heilige Geist, wo es die Weich von, was Gott uns geboren hat in Jesus und wo es die Bräuter Weich, das ist alles verschmiert. Wie ein junger Mann, er will jeden, er wird christlich abertragen, wird zum Glauben gekommen an Jesus. Und er wollte dem Weich gehen, aber dann sagt er immer wieder, dass seine Freunde, die, was er kennt, sie leben so ganz anders. Sie mögen sich so wenig Gedanken über ihre Zukunft, sie mögen sich so wenig Gedanken über ihren geistlichen Zustand. Und er dachte, was hat schwer ich mich? Was hat ich mich unbedingt bemühen, Gott sein Wort zu leben? Und wie das alles zum Ewig geworden? Und er dachte, er würde dem christlichen Glauben würde aufleihen, er würde so leben, als man es schon in Gott gauf. Und über dem nahm er noch einmal die Schrift, schlug die Bibel open, fang an zu lesen, dann kam aber der Prediger im Alten Testament, Kapitel 11, Vers 9. Da sagt die Bibel, Jüngling, der junge Mann, der alles, was die jankert, nutzt das Leben, sie lustig und lutet die Geld gehen. Und er verfiert sich, er hat das noch zweimal gelesen. Er dachte, na, das ist gewaltig. Nun kann ich denn, was ich will. Die Schrift sagt das selbe. Und dann steht ein Satz in der Hand, bedenkt dort, du wirst für alles Rechenschaft aufgeben. Und dann fällt er auf seine Schneis und deine Buße und sagt, Heiland, zweimal wurde ich dich verloren. Und in deinem Wort will ich leben und auf diesem Weg gehen. Sie leben von dort Tausende und Millionen Menschen und diese Lehen ist, dass sie glauben, sie wollen irgendwo, wollen sie für Gott bestohlen können. Sie denken irgendwo, wollen sie all das kommen, dass sie wollen gerat worden, wenn sie sich überhaupt Gedanken machen, dass in der Ewigkeit jäfft. Die Bibel, die lehrt uns ober, dass Gott, so ist wie das an dieser Stelle losen, so ist es auch im Alten Testament ab vielen Städten erwähnt, Gott ist die Rechter für diese ganze Welt. Er wird einmal ganz rechtlich diese Welt beurteilen. Er wird einmal das Urteil reüt sein und dann wird die Welt gerechtet sein. Die Bibel wiest uns dort im Alten und Neuen Testament, worum das zu sein wird. Ganz von Anfang der Schrift an sei wie dort, alles, was wir säunen und was wir nicht säunen, alles, was gemocht ist, die Geisterwelt, auch die Menschenwelt, auch die stoffliche Welt, hat Gott gemocht. In alles, was Gott gemocht hat, darauf hat er das Recht. Er hat das Recht zu sein, was mit seinem Eigentum soll passieren. Und so als er der Schöpfer auch über die ganze Welt, über die Menschen ist, so hat er das Recht, die Menschen zur Rechenschaft zu fordern, wann die Zeit wird kommen, wann wir wollen in der Ewigkeit näher kommen. Das ist im Titel in Gerot so. Wenn wir irgendwo haben, was ans Eigentum ist, was wir betont haben oder vielleicht selbst gemocht haben, dann habe ich das Patent, dann habe ich das Recht darauf, in wie bestimmen, was mit dort passieren wird. Wie wollten, was mit dort soll sein. Und wir haben das Recht, auch zu sein, was mit dort wieder wird sein. Gott ist der Schöpfer ewa alles. In Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg und während dem Zweiten Weltkrieg, wie ein Pastor, hat er sehr klar das Evangelium predigen. Ich lese Fokken von Am Wilhelm Busch. Und er war sehr beschuldigt. Gerade in der Zeit, wo die Zweite Weltkrieg war, die Menschen werden sehr verbettert. Und sie sehen immer weiter, wenn ein Gott jäfft, dann kann das doch nicht ein Gott der Leib senden, was so viel Elend in Jomat erloten wird. Und eines Tages, dann wird eine große Partie Mana versammelt. Und da wird einer, was sehr frech wird, was so viel Mut hat und sieht, wenn ich einmal wo eine Ewigkeit nennen gehe, dann würde ich Gott fragen, wo wirst du, als die düsende Kinder alle verhungern in Afrika? Wo wirst du, wo unser ganze Frühes in Deutschland, in Russland ohne Mana bleiben? Wo wirst du, als so viele unschuldige Menschen in den ganzen KZ-Lagern vernichtet worden, wo die Juden alle waren vernichtet? Und dann würde ich zu Gott sein, wasch mit die, wie brücken die nicht? Und dann, sie wissen alle, Wilhelm Busch, der Pastor, der Prediger, wie ein Ehremad, und die Männer, die Kinder, alle, was die Pastor sollen, wo tun. Er steht ab und sagt, richtig so, wasch mit diesem Gott, den brück wie nicht. Er verfehlen sich alle, sagt Wilhelm Busch, so ein Gott jäftet nicht. Von so einem Gott, was du da reden lässt, so ein jäftet nicht. Dem hast du die Eier bild, und dem hat wasch mit ihnen horten.
Wenn du einmal wirst in eine Ewigkeit kommen, dann wirst nicht du reden, dann wird Gott reden. Dann wirst du ab diesen Fragen nicht eine Antwort wollen, wenn du nicht versöhnt bist mit Gott. So lehrt die Heilige Schrift. Wie wollen Gott dann nicht zur Rechenschaft tragen? Dann wo wir zur Rechenschaft getragen worden. Gott hat dort Recht dazu. Gott ist heilig und Gott ist noch zweimal irgendeine Sünde gewesen. Gott sein ganzer Welt, Gott sein Reden, Gott sein Wort ist vollkommen. Da ist nichts auszusagen. In Gott seine Heiligkeit fordert am Rüt, dass die Recht auszuüben, über die Menschen zu rechten, nur dort, wo sie gelebt haben. Wo wird Gott dort tunen? Gott hat das Gesetz gegeben. In Gott sein Gesetz ist dein Mut, wo er wird meten, alle unsere Gedanken, alle unsere Wirt, alle unsere Worte, die wir gedonen haben, da wo wir dann Rechenschaft aufgeben machen. Gott seine Mut ist sein Gesetz. Und die Bibel sagt, dass Gesetz ist heilig, dass Gesetz ist gut, dass Gesetz ist vollkommen. Nur das Gesetz nur, wird Gott einmal die ganze Welt, jeder Einzelnen, wird er die Rechenschaft tragen. Gott ist gerecht, wenn wir dort einmal eine frühere Zeit würden anschicken, dann macht wir lehren darüber. Weil immer dann, wenn Gott gestraft hat, wenn Gott hier und da einzelne Menschen oder auch ganze Völker und Nationen gestraft hat, hat Gott das immer vor euch gesagt. Und dadurch für seinen, wie groß Gott seine Leibe ist. Gott seine Gnade und Gott seine Leibe ist so groß, dass er keinmal nicht strafen hat, euer Heid das nicht gesagt hat. Das ist wichtig. Die Bibel sagt, der Herr sagt im Alten Testament den Propheten, daran soll gemurken, dass das Wort Gottes ist. Wenn ich das gesagt habe, dann wird das auch eintreffen. Wenn ich ihn gewohnt habe, dann wird das auch passieren. In Gott seine, was er hat gesagt, Adam und Eva, an dem Tag, wenn sie waren eten von dem Baum, dann wurden sie sterben, sie wurden tot sein. Und damit mein Gott, sie wurden von ihm lössennen, dass wir die Jäsle dort, wo der Furz ankommt, aus Adam und Eva hatten von dem Baum gegeten. Und dann auf Gott sind gerecht üt. Gott stahl dem Engel mit dem Schwert vor dem Tauer in Garten Gott im Edem an, so dass sie keinen Tauer mehr hatten, trägt eine Gemeinschaft mit Gott. Dort wie auch all Gott sind gerecht. Gott hat das euch gedroht, Gott hat das vor euch gesagt, was er tun wird. Wenn die Sünde wird kommen, dann wird er so handeln. Gott hat noch nie gelogen. Gott sein Wort geht immer in Erfüllung. Der Prophet sagt, in wann es auch lang dieren wird. Hier stehe ich mit Gott sein Wort in Wacht, was Gott sein Wort wird in Erfüllung gehen. Wir haben gerade von Anfang der Bibel habe ich einzelne Situationen, wo wir immer wieder dürfen sein, wie Gott gehandelt hat. Aus Gottes Herz sagt, dass die Menschen, die ohne am Leben deuten, immer schlechter werden, immer böser werden, denn von dem Jesus Gottes sich nicht strufen leuten, dann sagt er, ich werde das ganze Lebewesen abbeirrt, wo ich vernichten. Und dann kommt die schreckliche Zeit der Sintflut. Da steht geschrieben, von Noah hat funkt Gnade bei Gott, und er kann mit seiner Früh, mit seinen drei Sehns in ihrer frühes Ehre acht, mit den Tieren, von reinen und unreinen Tieren, eine Arche und sie waren verschönt. Die ganze Erdbaden, die war mit Wasser bedeckt. Ich habe mich Furken in der Zeit nähelogen, oder versucht, nennt er loten. Das ist nicht auszudenken, was dort gewasst ist, hier auf Erden. Die Bibel sagt das aber, Jesus sagt das, wenn seine Jünger am Fragen, was wird die Zeiten sein, wenn die Engwelt wird kommen, wenn die Zeit eng wird gehen, dann sieht Jesus so aus der Tenauer steht wie. So wird es sein am Ende von der Welt. Und Leute, was hier durch du wie von du. Wir stehen in Neuer steht. Gott öffnet sein Recht aus, er vernichtet die ganze Welt. Nicht, dass er gefallen hat, dass die Menschen sterben sollen. Aber seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit leuten das nicht anders zu, dass die Sünde muss gestraft werden. Und die Bibel sagt uns, wenn Gott seine Mut wird voll sein, wenn die Eingerechtigkeit wird Eberhand nehmen, dann wird das Gerecht Gottes auch kommen. Wir finden ein Gerecht Gottes nur im anderen. Da finden wir auch im ersten Buch Mose im 11. Kapitel, nur die Sintflut all, aus den Menschen sich wieder haben ausgebreut und wären vermehrt, dann wären sie wieder stolz geworden. Sie haben für jeden, was Gott angegeben hat, aus Noah aus der Arche gekommen,
hat Gott an der Tetengift den Regenbeil eine Wolken. Und Gott hat gesagt, immer dann, wenn et Wolken wo über ihr führen, in je diesen Bogen wurden sein eine Wolken stohlen, dann soll je denken an meine Not. Dann soll je denken, dass ich ein Bund mit ihm geschlossen habe, dass ich ihn nicht mehr verloren wurde. Was sagen die Menschen? Die Menschen schicken ab sich. Sie bilden sich selbst was an. Er fangen sie an zu bühen. Sie sehen, wie wir ein Hochnapper. Da denke ich immer an, wenn ich diese Hoge hieße, alle sei eine Welt in der Größe stets. Der Mensch will Hochrüter, er will ewig Gott sein. Und dann kommt das gerecht. Gott hat an einem Tag den Spruch gespalten. Und die Menschen müssen sich nein, sie müssen sich verbreiten und sie können nicht mehr miteinander kommunizieren, sie verstünden sich nicht mehr. Das wie auch das Gerecht Gottes. In Bethel Lothar, wenn wir von dem Untergang von den fünf Städten lesen, von Sodom und Gomorra, da wir ein Mann, Lot, der von der Bibel her als Gerecht betätigt wird, aber alles andere wird von dem Vier Gottes vernichtet. Hat Gott angewarnt? Hat Gott angesagt, pass ab, was da wird passieren? Jo, Gott hat gewarnt. Gott sagt sogar, wie soll ich Abraham dort nicht sagen, was er für hat? Und er schickt seine Engel in der Stadt, die Tschechien, wo das leben wir. Und Jesus sagt, war da im Evangelium, so aus Sodom und Gomorra wir, so wird auch sein die Zeit, wenn Jesus wird weiterkommen, ab der sie irrt. Und dort habe ich von dort mehr als genug zu sein. Wir haben das Gräuel, der ganze Bosheit von der Fleischeslast und von der Sünde einer Menschen habe ich von der Familie angefangen, unter den Völkern, unter den Nationen, über dem ganzen Erdboden. Eine Frau in Deutschland, die reden mich mal an, und wir reden über die Kinder. Man hat ja immer wieder, jeder Tag, das hört, ein Gebet voll von unseren Kindern. Sie sagt zu mir, wusst du auch von Deutschland, was will mit deinen Kindern? Oh jo, ich sei, ich würde nehmen und würde Ranen in mich nicht anschicken. Aber ich wollte nicht wohin. Sei es meist in Kanada? Nee, ich sei. Dort blüht sich die Licht. Die Erdboden, die ist voll von der Sünde. Ob das Amerika ist, ob das Kanada ist, Bolivien ist, ob das Deutschland oder Russland ist. Die Sünde habe ich nicht über den Stich gegangen. In der Zeit, in der wir leben, dort ist Sodom und Gomorra. Dort ist die Zeit, wo das Gerecht Gottes wird anbrechen. Wir haben auch noch andere Gerechte eine Freie Zeit, wenn wir das anschicken, Gott hat sich ganz besonders sein Volk eingenommen, das Volk Israel, aber Gott hat auch durch die Bedingungen gesagt, als Heuern in Ägypten rüttfiert, in das gelobte Land nennt wird, wo Milch und Honig fließen wird, da seht ihr an, wo ihr blieben in mein Wort, wo ihr in Gottesdienst blieben, der Ägypten gejäft hat, wo ihr mein Gesetz hüllen, dann gebt ihr leben, dann werdet ihr eine richtige Arm geben. Dann will ich ihn bewahren für all deine Feinde. Ich will ihn Sieg geben in all dort, in all dem Streit mit deinen Nobas. Gott sagt, wenn ihr nicht wurden blieben, dann würde ich ihn verstreuen über den ganzen Erdboden. Wenn ihr nicht wurden blieben in mein Gesatz, in mein Wort, dann würde ich die andere Fälscher brücken, um ihn zu vernichten. Was soll das Volk Israel? Wir lesen kurz aus Jesua gestorben wir. Aus der Jange, wo durch die Wüstenreise gegangen wir und alle gestorben wir, das fängt das Volk an mit ihrer Aufjetter. Sie fangen an, die Sonne anzubeten, sie fangen an, den Mond anzubeten, sie fangen an, ihre Tschinger, die Jetter, zu opfern, um bloß auch mit den anderen Fälschern Schritt zu hüllen. Und dann muss Gott wieder eingerieben. Gott hat das amtliche Mal durch seine Propheten gesagt. Ich sehe das durch Jesaja, durch Jeremia, durch die anderen Propheten. Seht Gott immer wieder, ich will eine Gefangenschaft führen. Und dann kommt die Vernichtung. So viele Juden wurden vernichtet und die anderen wurden eine Gefangenschaft geführt und mussten 70 Jahre dort eine Sklaverie sein. Wir haben die andere Warnung, was Gott gesagt hat, wenn sie wurden nicht an sein Wort blieben, würde er auch Jerusalem und die Städte Anbetung wurde heute eine Wüste machen. Jesus redet davon. Die Juden, die äußerten sich, und die Jünger verstanden nicht, wovon er reden deut. Jesus sagt, check den Tempel an. So strom aus er ist, so herrlich aus die Gottesdienst ist. Hier wird nicht ein Stein ab dem anderen blieben. Sie wissen gar nicht, wer soll dort bloß taugen. Dann sagt uns die Schrift, weil sie den Gott gejäft hat, dem Heiland, dem Erlöser, Jesus Christus, der in diese Welt kommt, weil sie ihm nicht anerkennen deuten aus ihren Haaren, hatten sie ihm rückgestoßen in ihr Stadt in Jerusalem und haben ihn am Kreuz genagelt. Und dann kommt das Gerecht Gottes. Jerusalem wird
Als sie für 70 nur Christi, 70 an sie Zeit rechnen, wird Jerusalem dem Erdbaden glatt gemacht. Jerusalem wird bloß noch in Schutt und Ausch. Das Judentum wird verstreut über den ganzen Erdbaden. 1800 Jahre wird das Judenvolk verstreut. 1882 kommen die ersten Juden zurück in Jerusalem aus der Zerstreuung. 1800 Jahre hat Gott über sein Volk gerecht geäuft. Und was hat das Volk das gemacht? Wenn wir bloß denken an die schreckliche Vernichtung, Millionen von Juden sind verbrannt worden, bloß weil sie Juden wären. 1500 und dann auch Lothar und 1900 von den 35, 37, 38 in Deutschland die schreckliche Jahren, aber auch in Russland. Das wir alles das Gerecht Gottes. Liebe Töchterer, vielleicht denkst du nun, ungelegt hat euch nicht so schlecht sie aus den Juden, ungelegt hat euch nicht so schlecht sie aus den Menschen für die Sintflut, ungelegt hat euch nicht so schlecht sie aus den Menschen in Sodom und Gomorra. Ich möchte ihn ein bisschen abfordern, ein bisschen stellte hören. Euer du diese alle verurteilst, euer du die Beter teilst als alle diese Menschen, lot die einmal den Hort wiesen, wann das nur noch zweimal passiert ist. Lot die einmal durch das Wort Gottes und durch Gott sein Geist wiesen, wo sind Gott die? Möchtest du wörtlich, dass du wirst bestohlen kennen, von die üt mit dem ganzen Leben ohne Jesus für Gott? Möchtest du wörtlich, dass du wirst unter das Urteil Gottes noch kennen stohlen blieben und die nicht schneien, nicht behen, wo schmatten zu der Verdammnis? Die Bibel, du sagst uns, Philippa 2, wir haben das Wort hier, diese Wert, da wird ein Tag kommen, dann waren alle Schneien, was im Himmel, ab Erden, in unsere Erde sind, waren sich behen machen für Gott und waren bekennen machen, zu Gott seine Ehe, dass Jesus Christus der Herr ist. Dann wird es nicht mehr zu der Säuligkeit sein. Dann wird es bloß aus Täten sein, dass wir das Urteil Gottes über uns gelten lassen machen. Dort, wo wir uns dann behen machen. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich noch über ein Recht reden darf. Und das will ich ganz besonders unterstreichen von euch, was auch in der früheren Zeit passiert ist. Das ist das Recht, was Gott über sein Sehen ausgeäuft hat. Wir hatten gestern an der anderen Abendstunde reden wie von der Kreuz, von Golgatha, wo Jesus Christus für die in mir gestorben ist. Liebe Töchterer, dort ist der Stadt, wo Gott sein Zorn ausgegossen hat über Jesus, über alle Sünden. Dort ist der Stadt, wo Gott sein Gerecht ausgeäuft hat an seinen Sehen, dem er so gut wird, dass er dreimal durch das Evangelium, durch die Juden bekennen, das ist mein Sehen, an dem habe ich all mein Wohlgefallen. Und Gott muss ihn bestrafen, weil die Bibel sagt, er ist für die in mir, der den Sinn geworden wird. Gemacht worden am Kreuz von Golgatha. Dass wir dort gerecht, wo wir wollten, wann wir dort waren, für uns im Glauben annehmen, dann sind wir frei von all das andere gerecht. Die Bibel sagt es im Johannes-Evangelium im 5. Kapitel, im 24. Vers, wann wir an Gott, der Jesus Christus, geläuven, dass die Heilige Schrift sein wird, dann sind wir vom Tod zum Leben durchgedrängt. Dann sind wir durch die schmale Dier, durch das Kreuz, sind wir durchgedrungen. Wir sind auf dem schmalen Weg. Und dann sagt uns die Bibel, dann wo wir dort das Urteil von der Verdammnis, dort gehen wir dann aus dem Stich. Liebe Töchterer, wenn du von dort die Gewissheit hast, dass du bist bekehrt in Wader geboren, dass du dort, was Jesus für dich gedonnen hat, für dich im Glauben hast eingenommen, dann darfst du jeder Tag das bekennen. Et sie gereicht in Gott sein Sehen. Et sie gereicht durch das Blut, was Jesus vergoten hat. Et sie gereicht durch das Leben, was Jesus mir gegeben hat. Jesus ist mein Leben. Das darf ich jeden Tag frisch im Gebet für Gott, für uns bekennen. Die Brüder sehen, dass wir wichtig das ist, dass wir das bekennen können. Wir brücken das zuerst für uns, dann für unsere Mitmenschen, was Gott an uns gedungen hat. Und wer ist das? Die können das vielleicht besser. Ich habe mir das bloß vertellen lassen, wo ist die Rading, wenn in eine Stab oder in ein drehen Wald oder in eine Wüste irgendwo ein Feuer anfängt zu brennen? Wo ist dann die Rading? Das ist bloß eine Rading dann, durch die kommen wird all gebrennt haft. Ob das ausgebrennte Lohn zu stunden, durch kann das Feuer nicht mehr nun kommen. Liebe Töchterer, das ist Golgatha, das ist das Kreuz, durch haft das Feuer gebrennt. Du es ist ausgebrennt.
Du hast die Sinn getilgt. Du darfst die Hand gehen. Du musst die Hand rannen und am Glauben uns die Hand stellen. Du trafst uns das Gerecht Gottes nicht mehr. Wir sind frei davon. Nun darf ich aber noch das andere sagen, wo die Bibel uns auch wiest, verschiedene andere Dinge, was auch mit das Gerecht zu tun hat. Einmal sagt uns die Heilige Schrift, auch in der verdorchten Zeit, auch in der Zukunft, in der uns Gott noch wird nennen führen, wird es ganz verschiedene Gerechte geben. Das wird ganz verschiedene Orte geben, wo Gott strafen wird, wo Gott eingerieben wird, wo Gott sein Volk wird führen, wo Gott seine Gemeinde wird führen und wo Gott diese Welt wird führen. Schaut mal, so als Jesus seine Gemeinde reinmachen wird, dass er weiterkommen kann und seine Gemeinde zu sich nehmen, so mag das gottlose System, das antichristliche System von dieser Welt sich reut, dem Antichristen anzunehmen. In dieser ganzen Welt, die wird reut gemacht, um dem Antichristen anzubeten. Als ich noch in der Lehre auch wieder, dann hat wie ein Ellen Lehrer, und ich sehe dann viele Menschen, viele junge Menschen, die sagen, von dort, wer wäre möglich, dass im Dritten Reich in Deutschland, dass die Menschen so blind in Hitler können nur folgen. Und dann sieht er, es sei und eint. Wird da einer kommen, wird Wohlstand, Arbeit und Fried versprechen, dann wird je alle nur gehen, ohne Ausnahmen. Und dann muss ich denken an das Wort, was die Schrift uns sagen wird. Die waren alle diesem Geist, mit dem sie nun all gefällt sind, mit dem antichristlichen Geist, dass sie Gott nicht herrschen, dass sie die Sünde mehr Geld sind als die Gerechtigkeit, sie werden dann reu gemacht sein, dem Antichristen anzubeten. Aber wie aus Gemeinde Jesu Christi, wie aus Gott seine Gemeinde in dieser Zeit, werden reu gemacht, Jesus zu begegnen. Und Gott sagt uns, wir lesen davon auch im Römerbrief Kapitel 1, Vers 24, weil der Mensch die Sünde verherrlicht, weil der Mensch bloß dort sieht, was an Gott dünkt, was er geläuft hat, es für an Gott, steht geschrieben, Gott wird dann einfach hingeben. Und ich hatte gemerkt, dass unsere Kinder nach Schlander wären, wenn sie dann irgendein Ding ganz besonders wollen und sie wissen, ich will das nicht haben, dass sie das tönen sollen oder trien sollen, dann sieht ich, nee, tut das nicht. Und kommen sie weiter und fragen, ich sehe dann, nee, tut nicht. Und dann wird es manchmal, dann sieht ich, du willst ganz genau, ich will das nicht haben. Gut, du, wo du weißt. Und in der Regel bleiben sie sitzen. Sie sehen dann, nee, ich tut das nicht. Ich sehe dann, gut, du, wo du weißt, du wirst erfahren, was dir das bringen wird. Und Gott tät so mit dieser Welt. Gott hat 2000 Jahre Geduld mit dieser Welt gehabt. Gott hat 2000 Jahre sein Wort lassen ausbreiten über diese Welt. Sein Wort ist meist in alle Sprachen übersetzt worden. Sein Wort ist ausgebreitet worden in Gemeindesend, in Stunden, in Gewassen, bei allen Fältern. Gott seine Geduld ist bad von dort über die ganze Welt. Aber er lässt diejenigen, die sich nicht beten wollen, die sich nicht bekehren wollen, die lässt er einfach dahangehen. Wir wundern uns, warum die Menschen eine Sünde sich quälen, eine Sünde Grund gehen, und sie sehen nicht im Utwasch. Der Grund ist folgendes, dass Gott anhaft einfach dahangeheft. Er lässt dann drehen, was er Fleisch will. Dort haben sie sich gewählt. Aber Gott sagt uns auch, was von dort unsere Zeit anbelangt, im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17, da sagt Petrus, dass es Zeit, dass das Gerecht anfangen soll und das Haus Gottes. Und das ist die Gemeinde Gottes. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und ich stelle mir folgende Frage, wo sieht das Gerecht in der Gemeinde Gottes aus? Wenn es in der Welt so aussieht, dass Gott dann einfach lässt, leben so, als sie wollen, bald die Zeit wird kommen, wo sie waren bestraft worden, wie lässt es dann in der Gemeinde aus? Wie ist es mit der christlichen Welt, wenn ich so darf sein? Wie ist es mit dem Christentum? Wo fängt dort das Gerecht an? Wir können dort verschiedene Orte vielleicht deutlich machen, aber auch hier denke ich, soll ja folgen. Die Schrift warnt uns, Jesus sagt im 7. Kapitel Matthäus Evangelium, an jenem Tag, in der Ewigkeit, werden viele Menschen kommen und werden sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen große Taten getan? Habe ich nicht in deinem Namen Wunder gewirkt? Habe ich nicht böse Geister ausgetrieben in deinen Namen? Und dann wird Jesus sagen, Gott von mir, ich habe noch zweimal gekannt. Ihr seid noch nie bei mir gewesen.
Und so haben wir auch andere Bibelstellen, wo uns dort wiesen, dort auch das Christentum wird gesäft. Jesus sagte seine Jünger, der Petrus sagte, der Satan, der hat auch ein Ziel, aus in Seef, und der zu sehen. Und ein Bruder sagte mal, wie viele sind all der gefallen? Für wie viele ist das Richtung für diese Welt, die Business, das Geld verdienen? Für wie viele ist dort all die Abgott geworden, dem sie deinen? Da haben sie alles verloren, ihre Tiet, ihre Goven, ihre Familien, bloß an das Geld hinein, weil sie gierig werden in die Titel ihr Ding. Für wie viele ist das auch bei den Christen, bloß dort, was sie säunen, dort ist an wichtig. Leute, Töchter, wenn du von dort seist, du bist betiert in Wader geboren. Wie weit wird uns das Gerecht Gottes eine Gemeinde nach treffen, wo die Gemeinde wird eine Heiligenengung in wörtlich reu gemurkt worden, dass Jesus kann weiterkommen. Und ich stelle mit dem Mann Gottes mit, der sieht, nicht die Zoll hindert Jesus zu kommen, aber die Töchter von seiner Gemeinde. Nicht die Zoll ist noch nicht voll, aber die Gemeinde ist noch nicht reut, Jesus zu begegnen. Lass uns das Wort auch zu hören von dort kommen. Die Schrift sagt uns, wann wir eine Ewigkeit waren nennen können, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10, da sagt das Wort zu den Geleibchen, dann wo wir alle offenbar waren, vor dem Stuhl Christi, vor dem Richtstuhl Christi. Da geht es nicht um Strafe der Verdammnis. Da geht es darum, dass wir dann waren belohnt worden, wir waren in Priesterin für dort, was uns Leben ausgemacht hat. Jesus sagt in seiner Lehre, alle diejenigen, die ihm nur folgen, sogar dann, wenn wir irgendeinen Menschen in Glas Wasser gejäft haben, weil wir am Geld sind, weil wir Kinder Gottes sind, auch dort wird ihm belohnt worden. Liebe Töchter, liebe Geschwister, uns geht es in uns Leben nicht darum, dass wir wollen uns irgendwo einen Lohn abreden, dass wir denken, dit und dit macht Gott mir alles geben. Matthäus 25, in das gerecht wurde, in das Welt gerecht wurde, wo der Herr geschieden wird, die Bart von der Schub, da seien die Jahre, die zu der Rechte gestellt haben, Herr, wo habe ich die gedeint? Wo habe ich die geschleut? Wo habe ich die besorgt? Und Jesus sagt, all dort, wo sie meine Brüder getan haben, dort habe ich mich getan. Weil wir hier dort, wo wir einmal vor dem rechten Stuhl Christi kriegen wurden, das ist alles dort, wo in Gott seine Bücher geschrieben ist. Wir brücken uns dort nicht abschreiben. Wir waren dort erst bloß stolz. Dort will Gott nicht. Wir wollen in Gottesfurcht in Entäumelt, weil wir dort tun, was Gott uns gegeben hat. Und dann, wo wir einmal seinen, wo dann alles wird zum fernen Tag kommen, wo Gott seine Gemeinde in Jesus Christus wird einmal verherrlichen. Schaut mal, wir dürfen nicht so sein, dass ich Menschen, die sagen, dass sie mich kreiten tun. Ich will kein Lohn nicht, ich will bloß im Himmel bei Jesus sein. Ich stimme dem ganz zu. Aber schaut mal, die Bibel, die sagt uns, der Lohn, das ist die Krone, die wir kriegen aus dem Leben. Die Worte soll die deinen. Die sollte Jesus seine Verherrlichung deinen. Wenn wir eine Offenbarung lesen im 4. Kapitel, da stehen all die 24 Ältesten, die um den Thron Gottes sind, die stehen alle ab. Sie nehmen ihre Krone, sie nehmen ihre Krone von ihr Kopf und sie kommen dem Thron Gottes und leihen dem, und bei dem Thron, bei dem Volk, bei dem Thron, leihen sie das nieder. Was will dort sein? Sie sehen alle Ehe. Alle Dank, alle Preis und Anbetung, gehört allein Gott. Auch dort, was Gott an aus Lohn gegeben hat, für ihre Treue und Glauben, dort dankte Gott seine Verherrlichung. Darum sagt Jesus, wir sollen treu sein. Wir sollen mit dort, was Gott uns gegeben hat, selber treu wirken. Das selber ansagen in uns Leben. Uns Glauben soll nicht bloß ein Bekenntnis mit unseren Lippen sein. Uns Glauben soll uns ans Hort, rüt ans ganze Leben bestimmen. Schaut mal, wenn dort Priestergerecht wird kommen, das sollte Gott seine Ehe deinen, in uns zum Teken, dass wir sein Ehentum sind. Dann aber auch, wie es die Schrift sich sieht, in Matthäus 25, wo das Weltgerecht wird sein, und dann der Offenbarung im 20. Kapitel von 11, Bad 15, da ist die Witter Trauen. Da ist dort, wo die Schrift uns sagen, dass alle Deutsche von Anfang der Welt an, Bad eng, alle Milliarden und Milliarden Menschen, alle Geschlechter, die je gelebt haben, die dann noch nicht abgestorben sind worden, die wurden dann alle gerechtet worden. Die Bibel sagt, auch alle, die dann noch lebendig worden sind, die wurden daheim getragen worden, auch das Meer jeft seine Deutsche, auch das Deutenreich jeft seine Deutsche, das ist das Endgericht. Da ist der Witterthron.
Du jettet um Verdammnis. Du jettet nicht mehr, dort alle Woche worden gerat worden. Du jettet um die Verdammnis. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel kann wir nicht schmollen machen. Wir können das Gerecht Gottes bloß dann entfliehen. Wir können bloß von dem Gerecht Gottes dann entfliehen, wenn wir wollen nie bei dieser Zeit diese Gelegenheit nutzen, dass wir Jesus annehmen. Das Gerecht wird einmal ausgeäuft worden. Wir haben das gelesen in der Apostelgeschichte. Gott hat dort einen Mann bestimmt. Warum hat er ihn bestimmt? Weil Jesus alles getan hat, dass jeder einer kann geraten worden, so aus Gott, aus dem Schöpfer, dort rechthaft über sein Geschöpf zu rechten, so hat Jesus aus der Erlöser der Welt, hat er das Recht, seine Gemeinde zu rechten, wo er die belohnen wird, und er hat das Recht, diese gottlose Welt zu rechten, weil sie am Rückgestoßen haben. Das ist die Heilige Schrift. Das ist nicht unsere Lehre, nicht meine Meinung. So lehrt die Heilige Schrift. Und das ist die Wahrheit, die wir uns von dort ganz besonders machen verhüllen. Vielleicht denkst du von dort, macht das unbedingt Sinn, dass ich das mathieren? Leute, Teuchere, ich wünsche, mein Gebet ist, dass du das kannst von dort für dich in Anspruch nehmen, dass du von dort kannst diese Gelegenheit nutzen, dass du Jesus kannst anrufen. Alle haben das diese Tag getan. Sie sind gekommen, in kindlichem Gebet. Sie haben Jesus ihre Sünden bekannt. Sie haben Jesus angenommen. Und Jesus hat an angenommen, hat an seinen Heiligen Geist gegeben. Sie sind wiedergeboren. Vielleicht besucht du von dort einer, der da rieb es, der da reut es, sein Hortens entschlüte Fuhren, et komm von dort zu Jesus, et muck die Möcken und komm. Du wirst seinen, Jesus nimmt die Sünder an. Und Jesus macht uit Sünder Gottes Schinger, dort wie wollten, wie gehen in den schmalen Wasch, wie gehen in die Herrlichkeit entgehen. Dort wird Gottes Gerecht nur noch abhüllen, dort ist bloß seine Geduld. Im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, sagt Petrus, alle Menschen seien, wo bleibt die Erfüllung? Jesus hat versprochen, Wahrheit zu kommen, und er kommt nicht. Wo bleibt die Erfüllung? Warum kommt er nicht? Versiemt er dort? Gott sagt, der Petrus, er versiemt dort nicht. Gott hat Geduld. Gott will nicht, dass die Sünder sterben soll. Gott will haben, jeder einer soll die Möglichkeiten, die Gelegenheit haben, sein Leben am Hand zu geben. Darum ist Jesus noch nicht gekommen. Und nun denk mal, wie groß Gottes Interesse und Jesus Interesse an dir selbst ist, weil du noch nicht errat bist, weil du noch nicht weißt, ob du wirst im Himmel kommen. Darum ist Jesus noch nicht gekommen. Und weil manch einer vielleicht ein Leben führen wird, wurde Sünde noch das Seienhaft. Darum ist Jesus noch nicht gekommen. Aber wir wollten, Gott seine Geduld wird einmal zu eng gehen. Wo wird sich das dann entscheiden? Vielleicht denkst du, wenn ich weniger gesündigt habe, wurde ich weniger bestraft worden. Die andere hat mehr gesündigt, die wird dann mehr bestraft worden. Aber Leute, Teuchere, eigentlich wisst uns die Heilige Schrift, dass das bloß daran liegt, wenn mein Leben, wenn meine Einstellung ist, zu Jesus Christus. Habe ich Jesus angenommen, dann habe ich das eigene Leben und komme nicht in das Endgericht mehr nennen. Es sie vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wenn ich Jesus aber nicht habe, dann kann ich noch so viel drüben, als ich will. Ich kann mich verschiedene Gemeinden anschließen. Ich kann noch so verschiedene Dönen, dass ich geläufe, dass meine Sünden weniger waren. Die waren nicht weniger. Die waren jeden Tag mehr. Die waren jeden Tag mehr. Und wir können bloß dann entfliehen, wenn wir Jesus Christus wollen annehmen. Der Wasch ist im 1. Korinther Kapitel 11, 31, da sagt uns das Wort, wenn wir uns selbst wollen rechten, dann wollen wir nicht gerechtet. Was ist das? Das ist unsere Bekehrung. Weil wir selbst das Urteil Gottes über uns gelten lassen, nu in dieser Zeit, wo die Bibel uns sagen wird, da ist kein Unterscheid zwischen Jüden und zwischen anderen Nationen, die haben alle gesündigt. Weil wir das Urteil Gottes über uns gelten lassen und sagen, ich stemme auf das Tau, ich gehe das im Wasch und ich gehe mit mir selbst in Gerecht. Ich stelle mich nu in das Licht Gottes, ich gehe Jesus, ich gehe zum Kreuz und ich bekenne Jesus meine Sünden. Dann nimmt Jesus alle meine Sünden von sich. Ich bin so dankbar für die viele Wert Gottes, was uns sagen wird, der Stadt blöd, macht er uns rein. Jesaja Kapitel 1, Vers 18, da sagt Gott, kommt, wer will miteinander rechnen? Gott sagt, bring deine ganze Rechnen mit. Ich will auch meine Rechnen geben. Und dann sagt Gott, und wenn deine Sünde so groß ist und so rot ist als Blut,
das soll ganz wit worden, aus Schnee. Das sagt Gott zu jeder einem von dir, der noch nicht mit Gott versöhnt ist. Im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, im Vers 7, im Vers 9, da sagt uns das Wort, das Blut von Jesus macht uns rein von alle Sünden. Von alle Sünden. Und ich lebe ja morgen mal über dem Churchhof. Und in Deutschland ist das so ermöglicht, dass man den Churchhof so besonders pflegen wird, dass man da Bäume saaten wird, dass man da Blumen planten wird, dass man da Steine abstellt mit einem Bibelspruch oder vielleicht ein Vers oder ein Gedanken, irgendwas anderes dann abschrieben wird. Und das Mann Gottes, wir haben so einen alten Churchhof, und er sagte, wir sind alle Grabsteine, und da stand, da wir von in Knochen vom Kopf, ein Skelett wieder oben vom Kopf, in eine Schildkröte wieder oben. Ich dachte, das ist doch interessant, wer dort auf dem Grabstein eine Schildkröte in Knochen vom Kopf nachmolen. Er stund ein Kind, komm da wäre gegangen, ich dachte, das wird er doch wohl wollen. Er sagte ihm, was bedient das hier auf diesem Grabstein? Dann sagte das Mann, das ist eine so eine lange Geschichte. Dann sagte der Bruder, vertell mir das mal. Ich dachte, eine frühe Zeit lebt hier ein alter Onkel, ein alter Schmidt. Und er hat eine sehr junge Frau, eine sehr stramme Frau. Und er hat einen Jungen genommen als Lehrling an seine Schmied. Und er schaut mit ihm dann, weiß er alles, was er schaffen soll. Und das Schmied hat viel Geld, er wird reich. Und sie hat das Lehrling sich verläuft in seine junge Frau. Und sie hat angefangen, Gemeinschaft zu haben. Und sagt die Frau, weißt du was, wie machen mein Mann zu sich schaffen, dann habe ich das ganze Geld, dann habe ich ein Friedtyp Leben, das steht ans bloß. Und eine Nacht, dann hatten sie sich bereit, sie würden dem anbringen. Sie deuten das auch so. Sie hatten dem Ei geschleipert und nahmen einen großen Nagel und nagelten dem Dach im Kopf durch. Und kein Mensch weiß, warum die dort wir. Die wir dort, wurde begruft. Und das Lehrling, der befriedigt sich dann mit der jungen Frau, wie alles in Ordnung. Er führt wieder der Schmied, der Frau, die Schau, wie alles in Ordnung. In eines Tages, zu viele Jahren für ihn vergangen, wie ob der Church auf, wie nur gewisse Jahre, 20 Jahre, meine ich wieder, oder wie viel auch immer, warten die Jerewa ausgerufen, dort frische steht für die nächste gemacht wird. Nun, wie der Janja, wo der Arbeiten, der hat im Church auf, gruft das aus, und wir noch ein paar Knochen da, er gruft das aus, mag das alle reut, wird das alle wieder mal geschafft worden, und sagt sich still und hat ihn freustig. Mit einmal hört er die Tschenja, die Räupen und schrien, er sagt, Tschenja, was tue ich da? Sagen die Tschenja, die Knochen da, der Kopf, die bewegt sich von dem Dödchen, die wackelt immer. Er sagt, sollte die Wasch kommen hier, was rede ich? Und er schickt den Kopf an, der Kopf licht, die Knochen von dem Mensch licht und wackelt immer. Na, er denkt so, was ist denn das? Er nimmt den Kopf in der Hand, schickt ihn an und dann setzt er eine Schildkröte bei. Und er kreibt den Rahmen und duckt das immer mit dem Knochen. Na, er schadet das aus und denkt so, was ist denn das? Und es in dem Knochen es sind lange Nagelbein. Dann denkt er, so was ist das? Er liest noch einmal dem Stein, den stund den Nomen von dem alten Schmerz, und sagt, so, er change dem Geld. Und dann wird ihm das klar, warum der Schmerz gestorben wird. Er geht einem Rechter, wies dem Knochen mit dem Nagel. Sie holen dort, Poli, das Leben noch, wie Ockel alt geworden, sie holen dort. Und dann müssen sie bloß teilen, ja, das ist unsere Sünde. Die Haft ans Ei geholt. Dann wird diese Bede auch hingerechnet. Diese alte Geschichte, wie mir sehr wichtig, Schwester. Unsere Sünde, die holt ans Ende. Tidja oder Lothar. Ans Gewissen verklucht uns über unsere Sünden. Und wenn wir die nicht zu Jesus bringen, wenn wir unsere Sünden, der das Blut Jesus nicht loten aufforschen, dass wir sagen, ich wollte, Jesus hat mir alles verzeiht. Jesus ist mein Heiland. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Radar, ich habe ihm alles heilgegeben. Irgendwann, ab dem letzten Tag, wenn wir eine Ewigkeit nennen wollen, und ich sie mir so sicher, dann wird sich nicht bloß ein Nagel finden. Dann werden sich Fehlnägel finden. Fehlsünden, die wir abgehäuft haben, die wir nicht für Gott gebracht haben, die wir nicht durch Jesus sein Blut haben aufwaschen lassen, das wird uns dann finden. Liebe Teuhörer, möchtest du von dir gehorsam sein, dem Raub Gottes, dass du kannst Buße denn, dass du die bekehren kannst, dass du zu Jesus kannst kommen. Jesus möchte dich halten daran. Amen.
Wir wollen nach Töppen leucht singen, dann werden wir nach Töppen beten.